Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Hickeldaddelt. Hier ist wieder euer Hickelinchen. Heute spiele ich für euch mal wieder Hausflipper. So, aber vorweg, damit ich es nicht vergesse. So, liebe Leute, noch eine kleine Info so am Rande nebenbei. Hat jetzt nichts mit Hausflipper zu tun. Allerdings mit dem neuen Spiel vom Hegel, dem Vampire. Bei seinem letzten Video, Nummer 6 war das, glaube ich, hat er sich am Ende, glaube ich, leider nicht verabschiedet, weil da gab es ein paar Probleme und das war jetzt zusammengeschnitten. Deswegen war da leider keine Verabschiedung mit drin. So, das mal so nebenbei. Zurück zu diesem Spiel. Wir hatten ja in der letzten Folge da das zweite Haus gekauft. Und mittlerweile weiß ich auch, wie man jetzt das Haus verkaufen kann. Und zwar reist man jetzt einfach zu dem Haus hin, das man verkaufen möchte. Diesmal war es ja das verlassene Haus. Das verbrannte Haus sind wir ja noch am Renovieren. So, dann sind wir jetzt bei dem fertigen Haus angekommen. Und zwar ist es eigentlich total easy, das Haus zu verkaufen. Und zwar, wenn ihr mal schaut, unten rechts, da sind ja die Tastenbelegungen aufgeschrieben. So kann man es besser lesen. Und zwar, wenn man gleich einfach die Enter-Taste drückt, kann man das Haus verkaufen. Das werden wir jetzt hiermit mal machen. Und dann schauen wir mal, wie viel wir dafür kriegen. Wir hatten ja, glaube ich, 26.000 für das Haus ausgegeben. Dann schauen wir einfach mal, was jetzt nach der Renovierung dabei rumkommt. So, ach ja, guck mal, so eine komplette Übersicht. Da steht einmal Haus gekauft für 26.227 und ein paar zerquetschte. Grundstücksfläche, verfügbare Hausfläche, wie viele Zimmer, das aktuelle Budget. Ja, und die Arbeitszeit bei diesem Haus, da haben wir 1 Stunde 33 Minuten und 20 Sekunden reingesteckt. Aber mir wird jetzt kein... Ach, guck mal, Auktion starten, das ist ja mal interessant. Wird das Haus versteigert? Ja, dann gucken wir doch mal, was dabei rumkommt. Oder was sagt ihr? Der Georg Tabaker sagt, ich möchte dieses Wohnhaus an zwei Personen vermieten. Deswegen ist es schön, dass sie Platz zum Schlafen haben. 30.241 und 66 Cent. Und das Negative sagt der Einwohner will. Ja, ich glaube, wir warten mal, bis da die ganzen Angebote durch sind. Sonst lohnt sich das nicht, das alles vorzulesen. So. Der Georg Tabaker. Einwohner mögen es, zwei Badezimmer zu haben. Okay, klar, hat nur ein Badezimmer, fällt ja weg. Der Giorgio Chanua sagt, bietet 31.479 Euro und 62 Cent. Ein großes Schlafzimmer, süß. Und dann negativ, wozu diese Küche? Der Johannes Titze sagt, gut, dass hier keine Sachen für Rotznasen rumliegen. Ich mag sie nicht. Aha. Negativ, sorry, ich bin Single, deswegen brauche ich keine zwei Schlafzimmer. Aber es ist doch nur ein Schlafzimmer. Wahrscheinlich meint er das Doppelbett. Na, ist auf jeden Fall mal sehr interessant zu sehen, wie die Leute da, was die Leute dazu alle meinen. Auf jeden Fall, der große Gewinner ist der Raphael Muckis. Ja, genau. Der bietet nämlich 37.733 Euro und 21 Cent. So, ein Badezimmer. Okay, wieso nur eins? Ja, weil es ein kleines Haus ist. Und es fehlt hier ein etwas Privatraum. Das verstehe ich auch nicht, aber gut. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt das Haus verkaufen,
haben wir einen Profit von 8.767,24 €. Ich denke mal, das hört sich ganz gut an. Dann nehmen wir mal das Angebot an und dann schauen wir mal beim zweiten Haus weiter, wie was wir da noch so Schönes hinkriegen. Ja, sehr schön, Vertrag unterschrieben. Perfekt, erster Hausverkauf. Mein Gott, besser geht's doch gar nicht. So, was haben wir denn hier für eine Info über Käufer? Und wie sieht es aus nach deiner ersten Auktion? Wenn du vor der nächsten noch ein paar Infos über die Käufer haben möchtest, dann habe ich sie dir in deinem Tablet notiert. Ach, dafür ist das A, jetzt verstehe ich. Das ist ja mal sehr interessant. Ja, jetzt haben wir einen Kontostand von 97.819,23 €. Na, das ist doch mal eine stolze Summe, oder? Ohne jetzt groß weiter rum zu krönen, würde ich sagen, machen wir bei dem zweiten Haus weiter. Dann schauen wir mal, was wir hier noch Schönes rausholen können. Damit wir vielleicht auch ein bisschen mehr als bei dem letzten Haus kriegen. Wir waren ja gerade mal, glaube ich, nur beim Streichen. Beim Streichen fertig gewesen und ich war angefangen, die Steckdosen und die Heizung und sowas alles auszutauschen und alles zu renovieren. Alles schön neu zu machen. Ach ja, das Badezimmer war auch schon fertig. Außer die einzelnen kleinen Deko-Details. Ich würde sagen, da machen wir da mal direkt weiter, damit das Zimmer schon mal fertig ist. Auf jeden Fall brauchen wir hier erstmal wieder einen Spiegel. Nehmen wir diesmal einen dunklen Rahmen. Und dann noch so ein paar andere Sachen. Pflanze vielleicht. So, schön auf der Fensterbank, damit keiner reingucken kann. Toilettenpapier ist auch ganz wichtig. Ich würde, ja, hier neben der Dusche stelle ich, glaube ich, noch eine kleine Kommode hin. Irgendwas kleines, schnuckeliges. Ja, klein und schnuckelig gibt es, glaube ich, nicht. Nehmen wir die. Grau. Ja, die ist mir aber doch ein Tacken zu klein. Eine Nummer größer kann es dann doch noch sein. Das war so klar, dass die wieder zu groß ist. Was haben wir denn hier so Schönes bei den Schränken und Schränkchen drin stehen? Den Schminktisch, den packen wir woanders rein. Nehmen wir den Sekretär ins Badezimmer, ich weiß ja nicht. Das ist doch mal was.
Kann man dann mal schauen, ob man da noch irgendwas Nettes findet. Teppich brauchen wir noch. Damit es nach dem Duschen nicht kalt an den Füßen ist, ne? Schauen wir mal weiter, was wir noch so Tolles finden. Dekotechnisch vielleicht. Ein Wäschekorb, ja, schaut mal. Perfekt. So, dann würde ich sagen, ist das Badezimmer hiermit fertig. Ich bin zufrieden damit. Geht's weiter in die Küche. So, erstmal hier die Tür zu. Und dann schauen wir hier weiter. So. Na, guck mal, Creme passt doch eigentlich zu der Wandfarbe, oder? Ich glaube schon. Die Küche ist, ah nee, doch nicht so ganz. Aber die Küche ist einfach nur zu klein. Da kann man ja bald gar keine anderen Möbel nehmen. Ja. Schauen, ob das da drauf passt. Ja, sehr schön. Noch einen schönen Kühlschrank mit rein. Oh, wow. Nehmen wir mal ganz. So, dann müssen wir mal eben schauen. Ja, Tisch und so kriegen wir, denke ich, mal wieder nicht hier rein. Obwohl doch. Wenn man einen kleinen Tisch nimmt, so einen Mini-Mini-Tisch, wo ein Stuhl dran passt oder vielleicht zwei. Ich weiß jetzt nicht, wie groß dieser Tisch ist. Ah ja, da kann man ja top dran essen, glaube ich. Tja. Einfacher Tisch, Tisch Slim. Ja, schaut mal, dann stellt man da noch einen Tisch, einen Stuhl hin. Alles ein bisschen enger und kleiner, aber passt schon.
So, dann können auf jeden Fall zwei Leute dran sitzen, auch wenn man jetzt nicht mehr vorbeikommt. Okay. War dann wohl doch nichts. Schade. Irgendwie kann man sich da doch dann bestimmt noch arrangieren. Ich glaube ja nicht, dass die... Ich glaube ja nicht, dass die Leute da dann groß rummeckern werden, und wenn, dann sollen sie was anderes nehmen, ganz einfach. Bei so einem kleinen Haus muss man sich halt irgendwie arrangieren, würde ich mal sagen. So, Ruhe ist auch ganz wichtig. Mal gucken. Na, eine kleine Blume hier drauf. Tja, schauen, was wir noch Schönes finden. Hier, wo war denn das Kochbuch? Hatte ich hier doch auch irgendwo gefunden. Nur mein Schneidebrett. Das gehört doch in jede Küche. Ah, das kleine, aber feine Kochbuch. Das muss natürlich direkt neben den Herd. Ein Messer zum Schneidebrett, ne? Für nichts anderes, Leute, denkt dran. Übrigens gab es jetzt auch ein paar Updates hier bei dem Spiel. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob sich da irgendwie was durch geändert hat, verbessert hat, was auch immer. Schaut mal, eine Schreibtafel, die gab es vorher auch noch nicht. Kann sie sich ihre Notizen draufschreiben? Oh nee, die wollte ich nicht verschieben. Kann sie sich denn immer kleine Notizen, Nachrichten hinterlassen? Schön. So. Auf jeden Fall hier im Wohnzimmer den Teppich, wo auch immer er ist, hier. In Grau nehmen wir den diesmal. Kleiner
Kleider haben. Hängen das schon, aber ich glaube, auf die andere Seite mache ich auch noch welche. Die kriegen bestimmt mehr als nur 3 Gäste. So, dann machen wir noch ein gemütliches Sofa hier hin. Mit passendem Grau zum Welcome, aber irgendwie passt das so nicht, ich glaube. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen, in diesem kleinen Raum wieder mal. Tja. Dieser Fernseher ist eindeutig zu groß für diese Wohnung, würde ich mal so behaupten. Der passt hier nirgendwo rein. Verstehe ich gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben, solche Monsterdinger zu machen. Nein. Naja. Dann nehmen wir wieder den klassischen Fernseher, wie beim anderen Haus auch. Ist ja genauso groß. Aber wir nehmen dann kein Sofa. Ich wollte eigentlich Sessel sagen, aber nehmen wir so ein. Ist doch auch nett. Hier kommt dann noch der Schreibtisch hin. Gab's hier nicht auch eigentlich Rechner? Machen wir das so. Das ist mein Monitor. Also wirklich so ein Monsterlappending, ey. Was denken die sich denn immer dabei? So Riesendinger dahin zu stellen. Na gut, gibt's nicht. Außenstehende gibt es keinen normalen Rechner. Was soll man denn bitte mit so einem riesen Monitor?
hast ja nicht mal mehr eine Tastatur hin jetzt. Aber, naja, gibt's wohl alles nur in XXL, Fernseher sowie, Computer und hast du nicht gesehen. Klein, langweilig, glaube ich, mittlerweile. Wenn man sich dazu überlegt, der so Monsterteile. Ah, oh, naja. Das könnten die natürlich, das wäre ja auch schon ganz schön, wenn die das auch noch ändern würden oder sowas. Dass es nicht nur diese paar Klamotten da gibt, sondern auch in verschiedenen Größen und Ausführungen. Weil nur diese eine Richtung ist ja auch irgendwie blöd. So, ich wollte noch ein paar Bilder aufstellen. Ne? Deko muss ja auch sein. Deko ist hier ganz, ganz wichtig. Ist auch so ein großes Bild. Aber warum? So, im Schlafzimmer. Für die Frau muss natürlich auch der Frisiertisch wieder dabei sein. Und noch ein schönes Bett. Was augenscheinlich hier nicht ins Schlafzimmer reinpasst. Tja, somit wird das Schlafzimmer dann auch gefüllt. Tja, nur Bett. Ja, meine Lieben, ich sehe gerade, ich bin massig über der Zeit, aber dafür ist das Haus jetzt auch fertig geworden. Ja, und dann
hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Lasst einen Kommentar da. Abonniert, liked, teilt, wie auch immer. In der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir das Haus von außen noch machen. Und wahrscheinlich noch vielleicht ein oder zwei andere Kleinigkeiten. Und dann gucken wir mal, was wir noch so, welchen Betrag wir für dieses Haus so rauskriegen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch dann noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Eglinchen. Tschüssi.